Das ist dann schon heftig und dann weiß man auch ungefähr, was da noch abgegangen ist, was man so nicht gesehen hat. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kino Olli. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich eine kurze Review machen und zwar zu diesem Film. Four Seasons von Olaf Ittenbach. Leider ist das hier die geschnittene Version in 3D. Es gibt die auch noch ungeschnitten in einem Mediabook, glaube ich, von Astro oder sowas. Preise liegen dann ungefähr bei 30 Euro. Ich habe diesen Film hier zufällig auf dem Flohmarkt gesehen und habe gedacht, für einen Euro kannst du da nicht viel verkehrt machen. Packst du den mal mit und packst zu Hause in den Player. So, jetzt habe ich ihn gesehen und was soll ich euch sagen? Ja, ist gar nicht so einfach. Aber eine Frage vorab. Habt ihr den Film schon gesehen? Und wenn ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und denkt dran, wenn ihr auch schon mal da unten seid, könnt ihr auch gleich ein Like und ein Abo dalassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ja, zurück zum Film. Also, der Film ist aus dem Jahre 2015 und ist quasi ein Episodenfilm. Es geht darum, dass sich fünf Personen zusammenfinden, die das gleiche Schicksal haben. Und das Schicksal ist nicht wirklich witzig. Ihre Kinder wurden ermordet, entweder von Pädophilen, von Leuten, die ihre Kinder für irgendwas missbrauchten, wie zum Beispiel für eine Ausstellung. Und das ist auch schon im Prinzip die Rahmenhandlung. Diese fünf Personen haben quasi im Keller eines Hauses ihren Gerichtssaal. Ich lege den Film an der Seite. Ja, und die Angeklagten bzw. die Täter kommen dann quasi auf die Anklagebank und werden dann unter brutalster Weise zu einem Geständnis gezwungen. Und das ist im Prinzip alles, was passiert. Am Ende kommt es dann, so wie es kommen muss. Die Beteiligten sind sich nicht einig, wie sie jetzt nun verfahren sollen, nachdem sie ja die fünf Straftäter ja, hingerichtet haben. Und es kommt dann zu einer Auseinandersetzung und am Ende bringen sich die Selbstjustizler, heißt das so richtig, Selbstjustizler gegenseitig um und es bleibt keiner am Leben. Das ist ja die kurze Story davon und was soll ich sagen, man hätte aus der Story ein bisschen mehr rausholen können, aber Olaf Ittenbach hat hier in meinen Augen den Fehler gemacht, er hat hier zu viel auf die Gewalt gesetzt. Klar kann man sagen, du hast ja nur die geschnittene Version gesehen, ja, das Problem ist, man sieht natürlich tatsächlich hier, wo die Schnitte gesetzt sind. Hätte er oder wären die Schnitte vernünftig gesetzt worden, und man hätte vielleicht ein bisschen mehr von den Stories und von der Tiefe her der Thematik erzählt, wäre der Film vielleicht sogar richtig gut gewesen und man hätte dann ja keinen geschnittenen Film auf 60 Minuten gehabt, sondern vielleicht einen abendfüllenden Spielfilm von 90 Minuten, der dann wirklich zwar noch immer hart ist, aber eigentlich auch mehr Leute anspricht, die den Film gucken. Dadurch hätte er auch wahrscheinlich mehr Einnahmen gehabt und das wäre kommerziell ein erfolgreicher Film gewesen. Aber leider passiert das hier nicht. Der erste Fall, wobei es da um einen, ja, um einen Pädophilen gehen, der Stimmen im Kopf hat und Sachen sieht, also wahrscheinlich geistig verwirrt ist. Die Geschichte wird noch relativ lang erzählt. Bei den nächsten ist es dann aber etwas kürzer. Und das hätte man vielleicht ausbauen können, dass man alle relativ gleich lang hat und die Geständnisse, ja, zwar erzwingen kann, aber das dann auch nicht so lang hätte hinauszögern müssen. Wenn man überlegt, dass der Film ungefähr um 20 Minuten geschnitten ist und man quasi fünf Einzelfälle hat, kann man sich ausrechnen, das wäre dann ungefähr pro Aktion 4 Minuten, die man rausgeschnitten hat. Das ist dann schon heftig und dann weiß man auch ungefähr, was da noch abgegangen ist, was man so nicht gesehen hat. Am Ende sieht man die Opfer tot und Blut überströmt und die vier Richter und Henker in einer Person sind auch ganz schön blutig zugerichtet. Also
zugespritzt vom Blut oder sowas. Und die Foltermethoden, die sie anwenden, ja, die sind auch nicht von schlechten Eltern. Wie gesagt, das ist hier so mein großer Kritikpunkt an dem Film. Entschuldigung, also mein großer Kritikpunkt an dem Film ist hier, dass man halt den Schwerpunkt falsch gesetzt hat. Olaf Ittenbach ist natürlich bekannt für seine, für sein Goa, aber das ist hier nicht unbedingt angebracht. Ein bisschen weniger, ja, Blut und Action, dafür etwas mehr Story, und das wäre wirklich ein gar nicht so ein schlechter Film geworden. Also von daher bin ich etwas unzufrieden mit dem Film, und ich denke nicht, dass die ungeschnittene Version etwas an der Story ändert. Also hier wird natürlich das Foltern nochmal explizit gezeigt. Gut. So, liebe Zuschauer, das war es auch schon. Meine Meinung zu Four Seasons von Olaf Ittenbach. Ich hatte es schon am Anfang erwähnt. Schreibt es in den Kommentaren rein, wie ihr den Film gefunden habt. Vielleicht sagt ja einer von euch, das ist ein absolutes Meisterwerk. Ich habe keine Ahnung. Oder er sagt tatsächlich, ja, der Film ist nicht so dolle. Und bevor wir das Video jetzt hier beschließen, denkt daran, Like und Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. So, ansonsten das Übliche. Lasst euch nicht ärgern, schaut noch einen Film, und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Euer Kino Olli.